Hallo ihr Lieben, ich bin's, die Feli von Happy Hippocampus. Heute mit einem kurzen Video mit drei Dingen, die ich im Medizinstudium anders machen würde, wenn ich noch einmal Medizin studieren würde. Punkt Nummer 1 ist, ich würde nicht mehr so aufwendig zusammenfassen. Es ist wirklich der Wahnsinn, ich kann euch das mal zeigen. Ich habe so riesige, dicke Ordner, zum Beispiel in Biochemie hier so einen ganzen Ordner und habe wahnsinnig aufwendig alles zusammengefasst hier, schön zusammengeschrieben, markiert, Sachen reingeklebt. Du kannst dir vorstellen, es hat sehr, sehr viel Zeit gekostet. Und eigentlich ist es bei mir so, ich bin so ein Typ, ich lerne gar nicht mal so gut dadurch, dass ich Dinge aufschreibe. Bei manchen Menschen ist es ja so, die schreiben Dinge auf und lernen dadurch und haben das danach drauf. Bei mir war das nicht mal so. Ich hatte einfach so diese Angst, ja, irgendwas zu verpassen oder eine wichtige Information nicht zu haben und habe mir dann ganz viele Quellen gesucht und daraus meine eigene Zusammenfassung gemacht. Natürlich war die dann im Endeffekt sehr wertvoll für mich, weil ich schnell was nachschlagen konnte und wusste, dass da für mich alle, also die ich als relevant gesehen habe, alle wichtigen Informationen drin waren. Aber wie gesagt, das hat wahnsinnig viel Zeit gekostet und ja, wenn du dich mal umguckst, es gibt ja verschiedene Angebote, wo der Lernstoff schon zusammengefasst ist. Also es gibt Kurzlehrbücher, Skripte, irgendwelche Online-Lernseiten. Und wenn ich nochmal Medizin studieren würde, dann würde ich mir, glaube ich, diese Arbeit sparen. Es hat viel Zeit und Nerven gekostet. Und ich glaube, ich würde jetzt einfach mich für ein was entscheiden und würde damit lernen für eine Art von Zusammenfassung, also sei es Skripte oder online. Und ja, das nimmt einfach schon mal so einen Druck irgendwie. Oh Gott sei Dank, ich muss selber nicht nochmal alles zusammenfassen. Ich kann jetzt einfach das nehmen, ich habe mich dafür entschieden, das passt für mich. Und das bedeutet ja nicht, dass du dann dieses eine Medium nicht ergänzen kannst mit anderen Sachen. Du kannst natürlich Sachen nachlesen in dickeren Wälzern oder natürlich je nach Klausur noch die Skripte von der Vorlesung durchgehen. Was ich damit sagen will, ist, mach dir nicht so viel Arbeit mit dem Zusammenfassen. Es gibt wahnsinnig viele Inhalte schon gut zusammengefasst, wo dir die Arbeit abgenommen wurde. Und ja, wenn ich nochmal Medizin studieren würde, dann würde ich mir die Arbeit des Zusammenfassens sparen. Die zweite Sache, die ich anders machen würde, wenn ich nochmal Medizin studieren würde, wäre, dass ich schon in der Vorklinik anfangen würde, mit Gedächtnispalästen bzw. mit der Loci-Methode zu lernen. Falls du noch nicht weißt, was ein Gedächtnispalast ist, dann schau unbedingt in unsere anderen YouTube-Videos rein. Schau gerne auch auf unsere Homepage www.happyhippocampus.com. Da bauen wir für dich schon Gedächtnispaläste und Eselsbrücken. Das Ganze ist optimiert. Du musst nur noch auf Play klicken bei den Videos und danach hast du hoffentlich Harnstoffzyklus, Citratzyklus, Glykolyse drauf. Und ja, wie gesagt, ich habe damals vom Physikum, also in der Vorklinik, zwar schon mit Gedächtnistechniken gelernt, aber hauptsächlich mit kleinen Eselsbrücken, kleinen Geschichten. Und als ich dann in der Klinik begonnen habe, mit Gedächtnistechniken, mit Gedächtnispalästen zu lernen, ja, da hatte ich dann wirklich den Vergleich und habe gemerkt, dass Gedächtnispaläste noch einmal um einiges besser wirken, dass man sich dadurch Sachen noch mal um einiges besser merken kann, auch langfristiger und vor allem, dass man einen Ort hat, an dem man das Wissen sicher finden kann, an dem man das Wissen sicher abrufen kann. Wahrscheinlich kennst du es auch, dass du an einem Tag eine Sache lernst, die gut drauf hast und am nächsten Tag überlegst du, willst du das Ganze nochmal wiederholen und das Wissen taucht einfach nicht auf. Du weißt nicht, wo es ist, du weißt, irgendwo ist es im Kopf, aber du kommst nicht ran. Und dieses Problem, das fällt bei Gedächtnispalästen dann so gut wie weg, weil du immer einen Ort hast, einen Palast, an den du hingehen kannst, an dem dein Wissen abgelegt ist. Also wahnsinnig gute Methode, unsere Lieblingsgedächtnismethode, die wir dir wirklich ans Herz legen und wärmstens empfehlen können.
Und gerade in Anatomie und Biochemie und natürlich auch in den anderen Fächern, wo es darum geht, wo es wichtig ist, dass man einzelne Fakten in der richtigen Reihenfolge parat hat, also seien es Abgänge von Arterien oder Nerven oder natürlich bei den Stoffwechselwegen, die einzelnen Substrate, die man in der richtigen Reihenfolge drauf haben und ausspucken muss, da ist es natürlich super, wenn du einen Gedächtnispalast hast, wo du hingehen kannst, wo du dir einfach das Wissen abrufen kannst, wo du durchspazieren kannst und einen Arterienast nach dem anderen dir abrufen kannst. Und die dritte Sache, die ich anders machen würde, wenn ich nochmal Medizin studieren würde, wäre, dass ich das Ganze lockerer und gelassener angehen würde. Das kann ich dir auch wirklich ans Herz legen. Stress dich nicht so sehr rein, mach dich nicht kaputt. Ja, das Medizinstudium ist anspruchsvoll, es ist wahnsinnig viel, was man da lernen muss. Aber ja, achte auch auf dich. Guck, dass du einen Ausgleich hast. Du musst nicht alles perfekt drauf haben, auch wenn das vielleicht so rüberkommt manchmal. Wenn man das Gefühl hat manchmal, oh shit, ich muss irgendwie alles können. Es geht nicht, es ist nicht möglich. Und wir sind keine Maschine, wir sind Menschen. Und ja, wir dürfen auch leben. Also, mein Tipp, such dir auch, was dir gut tut. Also, ja, mach auch was außerhalb vom Studium. Guck, dass dein Leben nicht nur aus dem Studium besteht. Mach Sachen, die dir Freude bereiten. Genieß dein Leben. Mach Sport, triff dich mit Freunden, mach Yoga, mach vielleicht irgendwas zum Ausgleich, um runterzukommen, Entspannungsübungen, Meditation, geh feiern, mach Urlaub. Ja, also es ist diese Zeit, die kommt nicht nochmal. Genieße diese Zeit, genieße das Studium und mach dich nicht kaputt. Klar, es ist viel zu lernen, aber du musst vielleicht nicht alles perfekt drauf haben. Und ja, ich würde dir empfehlen, eben auch einfach das Leben zu genießen. Okay, das waren meine drei Dinge, die ich anders machen würde, wenn ich nochmal Medizin studieren würde. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann abonniere gerne unseren Kanal. Klick auf das Glöckchen, dann wirst du immer benachrichtigt, wenn es ein neues Video von uns gibt. Und ja, schreib gerne in die Kommentare, wie hat dir das Video gefallen? Kannst du damit was anfangen? Sind die Tipps für dich hilfreich? Schreib uns auch gerne, was du dir wünschst an Themen. Und ja, mach's gut, bis bald. Wir sehen uns. Ciao.